herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wildlife Park. Zwei Abenteuer auf der Ranch. So, wartet mal, wir machen mal, zack, mal ein Bild. Weiß nicht warum. Ich hatte Lust dazu. So, wir waren ja eigentlich, hab ich gesagt, und haben ja eigentlich auch noch gesagt, ja, du kannst dich doch da kratzen. Wir schauen mal nach den Zäunen. Und zwar fange ich mal erstmal hier an. Und dann gucke ich nämlich erstmal hier, wie sieht das hier alles so aus. Na, am besten, wenn ich jetzt wirklich mal ein neuer. Zack. Zack. So, was ist? Achso, Fjordflat hat eine Stufe 2 erreicht. Ah. Schön. Und dann noch mal hier erneuern. Oh, und da auf alle Fälle. So. Dann hätten wir das schon mal erneuert. Können ja halbwegs hier einfach, ne? Aber weil sie einfach hier schon ausbrechen. So. Ich weiß, eigentlich könnte ich auch Stopp sogar drücken, ne? Vielleicht mache ich es mal gleich. Ich weiß auch gar nicht, ob hier vielleicht doch dann eher so ein Stahlzaun vielleicht dann auf einmal doch besser ist. Kann ich jetzt gerade echt ganz und gar nicht sagen. Warte mal, da oben können wir auf Pause nämlich drücken. Und dann kann ich nämlich hier sagen, zack, verkaufe ich mal. Und dann ziehe ich nämlich einfach hier und dann kann ich mal ihn wieder auf Play drücken. Und somit kann man dann einfach das nämlich einfach hier alles entfernen. Nee, ich möchte. Hallo. Geht doch. So, und am besten, wenn man das halt eben wirklich hier einfach so macht. So. Und so. Oha, ja. Hier sieht das ja auch echt super aus. Nee, dann entferne ich alles gleich, ne? Das will ich ja gar nicht. Ich will ja hier nur den Zaun entfernen. Ja, okay, kann. Das finde ich so ein bisschen doof. Das hätte man vielleicht auch anders eventuell lösen können. Aber okay. Es ist ja alles, ne, machbar. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, so dass wir hier auf alle Fälle die Zäune erneuern werden. So. Ich glaube, von da war es angegrenzt, ne? So. Wie mache ich denn das jetzt eigentlich am besten? So, ne? Ja. Sieht doch ganz gut aus. Modern Zaun ist jetzt aber wirklich ganz schön kaputt, ne? Komisch eigentlich. Warum ist der denn eigentlich hier so... so dermaßen hier beschädigt. Ich verstehe das gar nicht.
Wir werden das jetzt, also die bekommen hier auf alle Fälle nochmal ihren Elektrozaun. Bei den neueren werde ich jetzt einfach mal gucken, was ist, wenn man da einfach wirklich so einen Stahlzaun hinsetzt. Ob der dann auch wirklich kaputt gehen könnte. Oder ob man den dann sogar noch halbwegs irgendwie heile machen kann. Oder ob denn alles hinüber ist. Glaube ich, die ist die Gehege doch einfach zu groß denn dafür gebaut, ne? Wahrscheinlich die einfach wie kleiner bauen sollen. Aber okay, ach, was soll's. Nee, ich kann ja hier gleich einen ganz kompletten neuen Zaun hinbauen, was? Nee, das ist aber doof. Was sind hier eure denn so dermaßen wirklich demoliert? Was habt ihr denn damit gemacht? So. Okay. Ups, na. War doch hier. Wie wär's, wenn ihr einfach noch ein bisschen Wasser hier einfach mal mitbekommt? Ich kürze jetzt einfach mal ein bisschen ab, ne? So, das sollte eigentlich dann ja passen. Hätte ich sogar hier schon abkürzen können, warte mal. So, dann verkaufe ich das mal wieder. Unser Kontostand ist ja eh noch in den Miesen, also von daher. So, dann haben die hier mal wieder ein bisschen einen neuen Elektrozaun. Dann kann ich ja hier bei denen hier weitermachen. Die hier auch so viel kaputten Zaun, ne? Dann könnte ich halbwegs jetzt nochmal gleich versuchen, hier nochmal ein bisschen den Boden zu begradigen. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay, und da ist ja noch ganz gut. Aber hier dafür nicht mehr. Hä, ich dachte, ich hätte bei denen das repariert. Ja, was habe ich denn hier gemacht? Anscheinend nichts, ne? So geht das ja hier nicht. Kann hier nur keine halbe Arbeit machen. Okay, das ist ein Berg drin, ne? Okay.
Dann machen wir es so. Ne, wartet mal. Weg damit. So, ein bisschen anders mal. So, dann begradigen wir das hier mal. Jetzt, wo es ja, wie es dann echt funktioniert und geht, da wir hier wirklich ja den Zaun jetzt auch weggenommen haben. Somit haben die dann hier auch keine komischen Hügelchen einfach mehr drin. So. Dann können die sich einfach wieder ein bisschen glücklicher schätzen. So. Okay, damit hatte ich ja euren jetzt auch. Wie sieht's hier aus? Mal den gleich mit erneuern. Warum denn nicht? Schaden kann es ja nicht. So, dann kommt mal her, meine Kleinen. Ja gut. So. So, wunderbar. Somit hättet ihr jetzt auch einen neuen Zaun. Ne, den hatte ich eben, glaube ich, schon repariert, ne? Hä? Wartet mal. So. Ich lasse den jetzt erstmal so, denke ich mal. Ja, und euch hätte ich erst dahin gesetzt. Ich denke mal, lasst uns mal nochmal hier denke ich mal doch noch mal einen hinsetzen und vielleicht auch noch mal hier. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Achso, ein Handwerker. Ja gut. Kommen wir doch mal wieder hier zum Boden. Alles wird flach gemacht. Naja, fast alles wahrscheinlich. Das meiste wird wahrscheinlich eh wieder nie nochmal funktionieren.
ja, das ist... Leute, lasst das, also Pferdchen. Ihr könnt auch damit aufhören, wenn ich halt eben, wenn ich zu euch komme. Oh, Trainingsstufe 1 erreicht. Schön. Feines Pferdchen. Ja, es tut mir leid, das dauert immer leider so ein bisschen. Na? Und ich gehe nochmal hier rüber. Mach nur mal wie im Happy, ja, aber mal von oben. Okay. Wollte schon sagen, klappt das jetzt nicht mehr. Oscar hat die Tür schon. Und einfach nochmal. Ah, so. Hat er nicht genommen. Naja, dann nicht. Ich meine, das reicht ja auch. Na. So. Einfach nur mal so. Tut mir leid, dass immer diese Arbeit immer so ein bisschen blöd ist irgendwie, aber naja. Ich hoffe doch mal, ihr habt alle eure Wunschlisten schon fertig geschrieben. Oder macht ihr überhaupt noch sowas? Oder macht ihr es nicht mehr? Doch, ich denke mal, oder? Ich mache es ja auch sogar noch. Ich kann es ehrlich sagen. Ich finde das irgendwie schön. Das ist irgendwie so eine nette Gestik irgendwie noch. Die man dann einfach so... einfach mal mitteilen kann. Okay, da vorne müssen wir gleich irgendwie wieder versuchen abzuflachen alles. Also so, dass auch die Besucher da so runterkommen können. Gute Nachricht, knapp nur 3 bekommt Junge. Ah, schön. Das ist doch schön. Das freut mich. So, waren das jetzt hier noch? Das hier, ne? Warte mal, Terrain abrunden, ja. So, denke ich mal. Sollte, denke ich mal, doch hoffentlich mal gut sein. Oh. Ich wollte aber nicht meinen Zaun kaputt machen. Das wollte ich jetzt eigentlich damit nämlich nicht. Gut, gut. Dann natürlich, ne? Erstmal hier wieder einen Weg. Wenn ich überhaupt dann weiß, wo es überhaupt lang geht. Soll ich ansonsten hier dann vielleicht noch mal einen Handwerker hinsetzen? Also hier irgendwie so. So, oder? Ich denke mal, das wäre auch gleich recht gut. Okay, oder Kunststoffzaun, nee, Holzzaun, weiß ich nicht, Stahlzaun. Wir probieren mal den Stahlzaun.
So, dann natürlich noch Gras. Lalalala. Bekommt einen Gras-Ding. Und natürlich Schlamm. Ah ja, und natürlich Türchen, ne? Darf er nun mal nicht mehr fehlen. So. Ihr habt ja auch noch nicht mal einen Baum da drin, ne? So. Die bekommen auch ein Bäumchen da rein. Ein Apfelbaum. Ja. Vielleicht verliert er sogar Äpfel. So, ich stelle jetzt einfach nur schon mal ein paar Bäumchen hin. Ja, so einer hier. Steinchen zum Springen. Was zum Kratzen. Mineralleckstein. Dann natürlich die Gemüsesachen. Dann noch die Obstsachen. Das Kraftdingfutter. Haferraufe meine ich. Wasser. Wasser tue ich auch noch mal da hin. So, stelle ich auch mal einfach mal mittendrin was rein. Was habt ihr? Ach so, ihr habt ja das. Gut, dann bekommen die einfach das hier. So. Und eine hübsche Hütte. Okay, ich hoffe dann mal doch, dass ich doch eigentlich dann alles hab, ne? Was wart ihr? Analysieren, okay. Oh, Friesen, Ja, das ist doch schon mal hübsch. Obwohl es so untypisch eigentlich eher für Friesen sind, aber naja. Na, der muss anscheinend schon wieder einen Zaun reparieren. Ich hoffe, dass die... Achso, nee, wartet mal, wir können ja eh doch hier... So. Und die Stute wird auch eine ganz schwarze. Oh, schön. Das passt doch. Oh, ihr seht so hübsch aus. Ja, nun wird doch nie immer so herum. So. Ich denke mal, Trinkwasser, Grünfutter, Gemüse, Mineralien. Passt. Alles da. Alles da, was sie haben sollten. Okay. Und sonst noch irgendwelche Nachrichten? Ja, aber wieso? Die sind doch jetzt
Sie sind doch jetzt heile. Sie sehen auf alle Fälle doch heile aus. Na, da war jetzt eh schon der Ball. Mein Notfalls wird das wahrscheinlich eh noch reparieren. Warum haben wir eigentlich schon wieder auf einmal denn so viele Nachrichten bekommen? Ist ja fürchterlich. Soll ich denn hier jetzt nur arbeiten? Okay, vielleicht dann wieder hier. Hier so eine Bank, ne? Gemüse? Setzen wir da auch mal mit hin. Dann nochmal hier so ein Geldautomaten. Oh ja, hier Toilette. Getränkestand. Und was zu futtern. Dann natürlich nochmal hier. Achso, war ja anders. Dann nochmal hier so ein Weg. Gute Nachricht, Quaderhorst 8 bekommt Junge. Ach schon. Schön. Hey, unser erstes Quaderhorst-Fohlen, glaube ich, ne? Ja. Warum jammerst du denn gleich schon so? Ich will mich mehr an, ich will mir über Hindernis, ich will mich am liebsten an. Achso, deswegen. War noch nicht alles gefunden hat. Okay. Dekoration haben wir. So ein bisschen was zu essen haben wir auch. Oh, hier sowas haben wir noch gar nicht, ne? Oh, das sieht doch so hübsch aus. Oh, das wächst ein bisschen da rein. Naja. Guck mal, das sieht auch hübsch aus. Das auch. Weiß nicht, soll ich ansonsten vielleicht hier nochmal irgendwie dann so ein Picknick-Ding hinsetzen? Warum eigentlich nicht, ne? Ah ja, und hier. War ich eigentlich sowas auch schon? Hier bei denen? Nee, ne? Muss ich auch mal hinsetzen. Na nur, wir sind hier schon wieder mit euch. Ach so, ist es unglaublich heiß. Soll ich denn vielleicht hier nochmal so ein Kühlgerät hinsetzen? Wäre vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, ne? Was ist das? Futtervorrichtung. Ach so, wahrscheinlich für Vögelchen oder so. Okay, Kühlgerät dann nochmal hier mit hin. Ach so, vielleicht auch noch mal für diese hier, ne? Vielleicht wäre das Ganze gar nicht schlecht irgendwie. Ja, der ist ja immer noch da. Ich glaube, den nehme ich mal weg. Boah, schaut euch das mal an. Was für ein Getümmel hier doch ist. Was hat der? Mehr Reduzierung wäre toll. Und der? Achso, der hat das gleiche. Mir geht's prima. Achso, schön. Ich will gerne mehr Pflanzen sehen. Aber warum gehen denn hier kaum Leute hin? Das verstehe ich noch nicht ganz. Doch, da ist ein Besucher. Ein Besucher hat sich hier. Ich will diese süßen Tiere streichen. Gibt es hier nichts zu trinken? Ich will gerne mal Pflanzen sehen.
Ja gut, ich kann ja hier einen Getränkeautomaten vielleicht noch mit hinstellen. Mir geht's prima. Schön. Eine gute Aussicht zum Beobachten wäre toll. Ja gut, aber ich meine von hier oben, also von da unten nach oben zu gucken, ist glaube ich eh ein bisschen schwieriger. Na, vielleicht verläuft sich das ja doch. Vielleicht sollten wir noch mal den Preis ein bisschen anziehen, oder? So auf 30. Laufen denn eigentlich hier noch meine Kontaktanzeigen? Das läuft, das läuft. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal auch hier sowas und Modeheft und Kirchenblatt. Ich habe Kichernblatt. Ich wollte schon sagen, was ist ein Kichernblatt denn? Ein Kirchenblatt. Ja gut, dann kann ich ja hier vielleicht auch noch mal doch ein bisschen den Weg. Na, so. Oh, Entschuldigung, Baum, jetzt habe ich dir... Ach, ich habe euch beiden natürlich... Oh, es tut mir leid, Bäume. Dass ich euch leider jetzt den weichen Boden weggenommen habe. So. Ja, kurz mal hier nochmal so eine Bank hinstellen. Ah ja, hier Mülleimer. Was ist das? Futterautomat, Kornfutter. Achso. Okay. Vielleicht nochmal hier so eine Milchbar. Wer vielleicht doch lieber ein bisschen, also Milch trinken möchte. Dann vielleicht nochmal doch hier so ein... Nö, das finde ich ein bisschen übertrieben viel. So, es ist doch auch nochmal hier so ganz nett. Und so, das ist ein bisschen groß. Hol dir nochmal die Beine raus. Ganz nett. Doch, das gefällt mir. So kann das bleiben. Das wäre ein doofes Gehege. Ja, okay. Das Gehege machen wir vielleicht einfach beim nächsten Mal. Und dann hier noch ein Gehege. Und dann haben wir auch alles schon hier fertig gebaut. Wie gesagt, den meisten Leuten geht's gut. Die stürmen hier eh, wer weiß hier rein. Zahlreiche Menschen besuchen uns. Irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal vor allem noch, dass wir hier nochmal ein anderes Trainingsgerät eventuell mit reintun sogar. Oder das habe ich stehen lassen und das habe ich vielleicht auch und dass wir hier dann irgendwie... Aber das schauen wir dann mal. Mal gucken, was wir denn noch so haben. Und wie der Platz so ausreicht. Ja, ansonsten hoffe ich doch mal, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wildlife Park 2, Abenteuer auf der Ranch. Und ja, lasst mir einfach eine Bewertung da, abonniert mich und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Also, tschüss!